Wir sind Lauter Heinerbach und Tagen Renzi und der Name ist Programm. Wir sind Dennis und Benny. Wir wurden gezeugt nach dem deutschen Geilheitsgebot. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Erkennst du den Song? Eurem liebsten Format auf YouTube und in der gesamten Welt. Heute mit zwei absolut geilen Gästen. Sie sind das zweite Mal hier. Weltstars! Hier sind Kevin und Nico von Electric Cowboy! Das erste Tag-Team-Duell ging für euch aus. Da haben wir 5 Punkte gesammelt, ihr 7. Denn man braucht bei den Tag-Team-Editions immer 7 Punkte, um die goldene Anana berühren zu dürfen. Und habt ihr Bock, hier mal zu stehen? Dann schreibt doch mal euren Lieblingssong in die Kommentare. Ein tolles Gastgeschenk. Und beschreibt mal eure wildeste Frisur in den Kommentaren und euren Stuhlgang. Guns N' Roses Paradise City. Ja, Mann. What? Guns N' Roses Welcome to the Jungle. Mann, this is Welcome to the Jungle. Aber du hast gerade schon wieder gebuzzert, ohne dass du von mir die Erlaubnis hast. Darf man mit dem Kopf auch buzzern, mit der Stirn so? Mit allem, ja? Du hast mit allem buzzern. Ja, nice, das finde ich sehr gut. Das ist Slipknot mit Spit It Out. Ja. Ich wusste nur kurz, sicher. Slipknot war sicher, aber ich wusste den Song nicht. Schön, dass du den Song wusstest. Tja, das... Spuck es aus. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Liebe Freunde, ihr bringt bald ein Album raus. Erzählt doch mal ein bisschen. Am 16.09. kommt das gute Stück. Aber das Skala von 1 bis 10, wie geil? Techno. Ja? Da ist der Name Programm, schätze ich. Ein bisschen mehr. Ja, noch ein bisschen. Ja. Ich sag mal so, ist ganz weit vorne mit dabei. Ja. So, ne? Also ich will jetzt nicht sagen 10, das wäre ein bisschen vermessen, aber wir haben 7. Unser Herzblut. Ja, vielleicht 7, vielleicht aber auch 8. Komm. Ein Kleinkind sitzt gleich neben mir. Rammstein, ich hasse Kinder? Nein. Aller Klasse. Darf und kann man Kinder hassen? Ich hasse. Rammstein? Nein, 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 nein. Ist das nicht Till Lindemann, ich hasse Kinder? Ach komm! Ach komm! Nur du! Nur du bist die Eins! Sweet! Hey. Lass den Kopf nicht hängen, wir machen das. Das war stark. Das war anders. Da schwimmen ein paar Schwäne. Vor lauter Enten kann man kaum das Wasser sehen. Und wenn von den Enten dann ein paar verenden. Den machen wir, den Punkt machst du. Da kommt man auf die lustigsten Ideen. Tote Enten sollten nicht verwesen. Tim Toupé. Tote Enten bringt man besser zum Chinesen. Tote Enten. Boah, haben wir gerade gehabt. Aber wer zum Henker ist Tim Toupé? Was? Oh, den kennt man. Tim Toupé kennt man. Die Stimmfarbe rausgehört von Tim Toupé. Die ist einzigartig. Was hat der denn für einen Knaller rausgebracht, den man kennt? Ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Kenn ich. Du warst ja, genau. Ja, ja. Aber ich wusste seinen Künstlernamen. Heilige Scheiße, ey. Oh ja. Das ist Motorhead, Ace of Spades. Ja. So, Leute, so. Genau so hört man sich an, wenn man 40 Jahre Kette raucht und nur Whisky trinkt und kann was. Sicher, sicher. Welcher Song? Ja, aber... Warte mal. Das war auf Tony Hawk. Genau, das sind Rage Against the Machine. Gorilla Radio. Ja. Woher sollen wir das wissen? Habt ihr keinen Tony Hawk gespielt? Echt, ey. Kickflip, Double Kickflip, Double Kickflip. Nein. Bing, 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 the 900. Habt ihr nicht gespielt? Der Drachenlord spielt viel Tony Hawk, habe ich gesehen.
Könnt ihr auch in echt skaten, im Real Life? Ja. Ich krieg noch einen Kickflip hin. Ja, ja. Ja, ja. Also ich nicht. Ich war ein uncooler Rollerblader. Ja, ich konnte ja beides fassen. Aber aggressive, ne? Jetzt nicht irgendwie so auf Zeit, sondern ich war aggressive Skater. Wie heißen die? Roses? Rodges? Rodges. Ja, ein Macho überschlägt seine. Verdammte Scheiße, Alter. Darf nicht euer Ernst sein. Mit, das ist der. Mit dem Big Mike. Der letzte echte Macho. Ja, Rolex an! So ist der letzte echte Macho Mann. Mit dem Spielbrill auf der Hantelbank. Das ist der letzte echte Macho. Wisst ihr, was das ihr, ne? Die zwei, das sind so Leute, die, wenn ihr FIFA zockt, ne? Genau. Die lassen alle FIFA-Zocker da draußen, das sind die sich die Wiederholung angucken. Und dann noch so da sitzen. Ja, Mann! Ja, Mann! Hast du gesehen? Zweimal von Pfosten, dann nochmal abgepallt und drin das Ding! Ja, das so, ist, ne? Das stimmt, jetzt gibt's halt diese Wiederholung. Ganz genau, angucken. Ey. Oh, mach es nicht. Every Lavigne complicated. Wie lange leben diese Lampen hier schon? Avril Lavigne, Complicated. Manchmal ist es Complicated. War ein geiles Album. Geiles Album. Wir können uns das jetzt nicht nehmen lassen. Okay, weiter. Oh, komm, warte. Komm. Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain? Das war immer vor diesen 6 Hours. Teleshopping. Ja. So, Entschuldigung, da musst du raus. Der Song kam immer in der Teleshopping-Werbung, das waren die 70er. Und da kam der, whoever, und dann, the Mamas and the Papas. California, California. Das war eine tolle Zeit. Okay. Freddie Mercury, Lonely. Du Arschloch! Ich weiß nicht, ob der Song so heißt. Aber es ist Queen. Nein. Es ist Freddie Mercury. Das ist irgend... Scheiße! Oh Mann, ist das ist peinlich. Das ist peinlich. Ich war auch auf irgendeiner Bravo jetzt drauf, Alter. Ja, das war gewesen sein. Gar kein Problem. Ich bin nass geschwitzt, Ich bin komplett nass geschwitzt, ja. Das auch immer so mit. Fass mir doch nicht noch an den Rücken. Ja. Dennis! Ja. Drei. Nickelback. Zwei. Eins. Nick, this is how you remind me. Nein, how you remind me. Nick, remind me. Alter, wie geil. Ich hab gerade Nickelback gesagt. Ja. Bin denn ein Mund? Ja. Ja, Nickelback. Sind Nickelback eigentlich kredibil? Ich dachte, die werden verhasst. Ich hab die, pass auf, man muss sagen, das die ist machen normalerweise hartes Country. Da gibt's ja auch so lustige, so. Da gibt's auch ganz, ganz lustige Videos. Da haben die von Photograph, haben die, musst du dir mal angucken, das haben die super witzig zusammengeschnitten. Hier, look at this graph. Und dann haben die so eine Grafik irgendwie aufgezeigt. Aber die haben tatsächlich, ist das eine krasse Liveband. Also, ja? Wenn man die mal live gehört hat, so, das ist schon, die können schon was. Ja, früher gab's noch hitzefrei. Rudi Carrell, wann wird's mal wieder richtig Sommer? Nein. Ja, wann denn? Mit Sonnenschein vom Frühling. Nico, guck mich an. Das geht uns hier durch die Hände. Nein, überhaupt nichts. Nein. Jetzt kommt unser Scheiß-Ananas rein, Junge. Ja. Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Nico. Ich so, ja, Rolling Stones. Metzfall, ne? Nein, keiner. So, so nämlich. Point. Ja, geiler Song. Und wieder. Ja, ja! Die Ärzte mit Junge. Ja! 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 Boah, ist die alles zusammen. Scheiße. Hab ich schon Namaste. Wenn wir verlieren, dann rasten wir doch komplett. 6-6. Oh, fuck. Ich werde das wie Tore Schölermann das Sacko hochmachen. Ich auch. Oh Mann, scheiße. Oh, halt doch nicht. Das hat Alter. Töre. Ey, komm, scheiß drauf, lass einfach tanzen. Komm. Ja, Mann. Tell me lies, tell me sweet little lies. Ja, aber wie heißt die Band? Tell me little lies. Oh, warte. Ich, oh, fuck. Ist das Titel? Ich hab's gesagt sogar. Wie ist der Titel?
Little, Sweet Little Lies, oder? Oder nur Little Lies? Little Lies? Es ja, war Fleetwood Mac. Ja, aber hätten wir verkackt. Es war Fleetwood Mac. Aber können wir uns auf einigen, hätten wir verkackt. Und ich sag's ihm und er so, nein. Konzentration, jetzt letzte Buch. Ich muss kotzen, ich muss so kotzen, krass. Gerade richtig krass kotzen. Das kennen wir, das kennen wir. Das ist so, ich weiß schon genau die Band. What's you are telling? Jetzt fällt der ganze Druck ab! Ja! Für die Verlierer einen großen Applaus. Scheiße, geil! Tut ein bisschen weh, aber das war heute eine super Leistung. Ey, 1-1, 1-1. Nee, weißt du, was das Schöne ist? Jetzt gibt's ein großes... Ich bin ein Riesenfan von Revanches. Von Revanches? Von Revanches. Das riecht nach einer... Also da muss ein Entscheidungsspiel geben. Es gibt ein Entscheidungsspiel, ihr Freunde. Habt ihr Bock drauf, dann bedaunt bei... 10.000 Daumen nach oben! Machen wir es heute noch. Aber das war auch schweißtreibender als beim letzten Mal, habe ich das Gefühl, ja, oder? Ja, man hat auf jeden Fall ein paar Kilokalorien verloren und mein Anzug ist schon wieder viel zu locker. Also, liebe Freunde, besucht die Jungs. Erstmal einen großen Applaus für Electric Callboy natürlich! Ja. Auf große Europa-Tour! Ihr macht Europa unsicher! Ja, auch Applaus an den Gewinner übrigens. Ja, da muss man ja auch mal... Ja! Ja! Echte Emotionen! Aber ja! Merkst du, hier applaudiert keiner. Nee. Wir gehen in die Endcard. Oben. Ach, von Benny. Modetrend Joker. Was die Kette mit Sexwork und Revolution zu tun hat. Was zum Teufel, Alter. Von Say What? Von Say What? Unten gibt's die letzte Folge. Erkennst du den Song? Bleibt sauber und lebt euer Leben. Ciao, Bella. Alter Falter!